Hallo, hier Dark Saber mit Spookys Jumpscare-Menschen mit der fünften Folge bei Raum 200. Was? Bei Raum 200. So, give it a little pep in your step. Ich mit dem Zeug. Okay, I don't know how much I can go on. I haven't seen anything of my brother. Achso, ja. Er geht das. Also, egal was er immer hinterlässt, es sieht hier anscheinend alles für ihn gleich aus. Was wahrscheinlich auch irgendwie dann heißt, okay, das scheint so verwinkelt zu sein und sich ehrlich alles so ähnlich zu sein, dass man so gut wie kaum weiterkommt. Aber es wird doch schlimmer. Okay. Ich sehe da zwar das Fenster nicht, aber es ist definitiv an. So, das Spiel müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Das hat auch irgendwie was. Locked. Na, natürlich. Was auch sonst. Ich liebe es. Man erkennt es vielleicht wieder. Ich mache mal vielleicht mal kurz die Kamera weg, weil diese Atmosphäre von dir Stelle, die liebe ich ganz besonders. Und man erkennt es bestimmt wieder, die Art und Weise. Und das meine ich, dass die Macher sich sehr gut an solchen Sachen gehalten haben. So. In dem Fall an Silent Hill. Und ich liebe es so sehr. Und natürlich, jetzt ist es bei 210. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie klarkommen. Broken. Broken. Ah, da kommen wir mal rein. Broken, okay. Wohin mal? Broken. Tier? Komm auch wieder rein. Okay. Und hier werden wir weiterkommen. Immer noch die 210. Ich hasse diese Szene. Das war nicht wirklich rein, was soll das heißen? Aber das war ja sehr typisch für Silent Hill. Hä? Lauf ich jetzt gerade wieder zurück? Yep. So. Also ganz ehrlich, das hat mich gerade an was ganz anderes erinnert. Und zwar an Han Solo, der im Kabinett eingefroren ist. Das hat mich gerade eher daran erinnert. Als ich es nur so von oben, also von Weitem so hoch gesehen habe. Ja. War der erste Gedanke. Broken. Sehen wir, was nicht broken. Broken. Aber das ist broken. Kommen wir jetzt weiter. Oh.
ist zwar anders, aber keine wirkliche Verbesserung. Yeah, broken. Was soll das sein? Gehen wir weiter aus diesem verstörenden Raum raus. Ich gehe mal wieder weiter. Oh Gott. Ich schalte mal wieder an. Und das wird jetzt typisch für die nächsten, ich denke mal 20 definitiv sein. Und muss natürlich die ganze Zeit rennen, weil dieses Vieh da ist. Es ist so gut eingesetzt. Moment, wo ist meine Kamera? Hi. Boah, dieser LSD-Effekt. Ich kann mal so ein bisschen. Nein, ich muss gerade raus. Halleluja. Müsste eigentlich jetzt gleich geschafft sein. Scheißtasse. Haha, hast du Chance für Kaffee? Nein. Das. Warum? Warum sehe ich das gerade durch? So, sind wir in Sicherheit. Vorerst. Da hing doch gerade eine Leiche. Das kommt mir gar nicht bekannt vor. Ja. Das scheinen ein paar Leute zu sein, die hier mitgewirkt haben. Es sieht für mich nach Leuten aus, die es zum Beispiel also getestet haben, würde ich meinen. Nette Idee. Oh, schon wieder. I don't know if you want to look directly into the fan. Yes, hello. Hello. Hi. Hello? Yes, hello. Hello? Yes. Hello, hello. Geh mal weiter. Hello? Yes. So, hier lang, hier. Ja. Acht müssen wir noch schaffen. Rechts. Und lauf einfach mal durch. Oh nein. Also das links, rechts, geradeaus, geradeaus. Also, Matt. Moment.
Ja, toll, jetzt kommt das Viech schon wieder. So, ich stehe hinter dem Klavier. Kann auch. Nö. Kann ja nichts machen. Links. Okay. Geradeaus. Rechts. Ah, es ändert sich anscheinend immer wieder. Okay, ich merke mir geradeaus. Rechts. Ich bin erstmal raus in dem Spiel, weil. Ja, mich verlässt die Wut. Müsste auch merken bei 810. Deswegen hast du ja beim letzten Mal nicht mehr Macht gehabt, weil. Moment, rechts, geradeaus. Links? Ich weiß nicht, ob das irgendwann nochmal relevant ist. Deswegen habe ich das ja beim letzten Mal auch nicht gemacht, weil ich bei 300 war, dann habe ich mehrmals dieses Vieh nicht geschafft gehabt. Und dann war ich dahinter, hab aber irgendeinen blöden Fehler gemacht, weil ich einfach zu neugierig war. Und dann hätte ich wieder von 300 anfangen müssen. Das war eine ähnliche Situation. Kam halt nicht jetzt weiter. Und dann, ja. Es sind viele Türen und du merkst dir, nach einer Weile merkst du dir gar nicht mehr, in welchem Raum du warst und in welchem nicht. In einem ist zum Beispiel ein Weinkeller, in dem anderen ist ein Schlafzimmer. Du musst das Zimmer erst 3-4 Mal betreten, sag ich jetzt, oder öfters, bis sich der Raum quasi verändert. Je. Aber die Reihenfolge scheint sich immer wieder zu ändern, richtig? Geradeaus. Schwierig, schwer zu sagen. Das Viech, das kommt in der ersten Etage, glaube ich. In 2 Schlafzimmern. In einem Schlafzimmer musst du dich dann im Kleiderschrank verstecken. Das hörst du an der Melodie, wenn das Viech kommt. Und wie sollst du dich in den anderen Räumen verstecken, wenn es da nichts zu verstecken gibt? Okay, geradeaus. Ich bin, keine Ahnung, 2-3 weitere Räume weiter und bin wieder in diesen hellen Räumen, wo man immer wieder nach dem Klang gehen muss. Geradeaus, geradeaus. Rechts? Nein. Geradeaus. Geradeaus. Links? Oh, willst du mich verarschen? Dreimal geradeaus. 1, 2, 3. Rechts? Warum auch? Moment, das muss ich noch schaffen. Ich bin mal 249, ne? Links? Ja. Oh. Aber gut zu wissen, dass es auch ein Ende gibt. Oh. So, you made it this far. Aha. That's great. Aha. I shall grant you a gift for your progress. So just keep going. Look behind you. Will ich das? Nett. Okay. Passwort Pumpkin. Ist aber immer wieder gleich das Passwort. Gut, er speichert sich ja so oder so. Game saved. Ja, ich, also bis 300 werde ich auf jeden Fall schaffen und ich will diese Stelle auf jeden Fall versuchen zu schaffen. Auf der anderen Seite vielleicht, mal schauen, wie das dann zeitlich klappt. Also vielleicht kommen noch ein paar Folgen, vielleicht auch nicht. Dies war es aber erstmal von der 5. Folge von Spooky's Jumpscare Menschen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Euer Duck selber und Diffro. Bye, bye. Die Fälle ist. Ja, mit den Nerven. Ist das ein Wunder? Nee, nicht wirklich. Bis dann.